Sunday Reset Routine. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Moment wird man von diesem Begriff oder dieser Art von Videos überschlagen und jeder zeigt einem immer, wie produktiv man an einem Sonntag ist. Und ich habe das dann auch mal gegoogelt und geguckt, was einem im Internet dann so vorgeschlagen wird. Und da kamen echt einige Dinge zusammen. Es wurde gesagt, man soll sonntags die Wäsche waschen, aufräumen, putzen, To-Do-Listen schreiben, Ziele und Pläne für die nächste Woche aufschreiben, entspannen, neue Energie tanken und so weiter. Aber wie soll man das alles unter einen Hut bringen? Vor allem so viel tun und dann doch noch irgendwie entspannen? Für mich ist immer wichtig, dass man sich überlegt, wozu bin ich in der Woche nicht gekommen, möchte es aber gerne noch tun, aber vor allem, wonach fühle ich mich? Und deswegen zeige ich euch heute mal meine Sunday Reset Routine. Mein Sonntag startet natürlich im Bett und da bin ich auch in den meisten Fällen erstmal am Handy, checke so Instagram, TikTok, YouTube aus, eben das, wozu ich Lust habe und auch solange ich Lust habe. Mein Freund liegt natürlich auch eigentlich noch neben mir im Bett, aber ich habe es ohne ihn gefilmt, weil er das nicht so gerne möchte, in so einem Video drin vorkommen. Ja, aber wir entspannen dann erstmal, schlafen extrem lange aus, wie wir Lust haben und unterhalten uns und sind am Handy. Irgendwann stehe ich dann auf, meistens dann, wenn Louis zeigt, dass er raus möchte. Oft weckt er uns immer schon so um 8 und will dann das erste Mal schon raus und dann ziehe ich mich immer schon an und mache mich so ein bisschen ready für den Tag, aber entspanne dann wie gesagt noch im Bett und dann mache ich erstmal das, was ich jeden Morgen so mache, aber ganz in Ruhe und eben in dem Tempo, wie ich da gerade Lust zu habe. Oft ist es dann schon so spät, dass ich total Hunger bekomme und heute hatte ich mal Lust auf ein Porridge mit Äpfeln und Zimt. Sonst esse ich auch super, super gerne einfach Brötchen und Rührei und mache mir das Frühstück schön fertig, eben so ein richtiges Sonntagsfrühstück. Aber ja, heute hatte ich, wie gesagt, da mal Lust drauf, weil das für mich irgendwie so richtig weihnachtlich ist. Und gerade in dieser Zeit, wo es jetzt auch immer kälter wird, da mache ich mir dann gerne mal sowas richtig Weihnachtliches auch zum Frühstück. Das Frühstück wird dann natürlich auch auf dem Sofa gegessen. Da kuscheln wir nochmal weiter und entspannen, ebenso wie wir gerade Lust haben. Aber ich bin ein Mensch, ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Das heißt, irgendwann so gegen mittags, späten Vormittag stehe ich dann auf und räume auch so ein bisschen auf. Aber nur so viel, wie es mir eben passt. Wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich weiß einfach, dass ich mich dann besser entspannen kann, wenn alles ordentlich ist. Und mich auch am nächsten Tag darüber freue, dass ich schon aufgeräumt habe und nicht die neue Woche mit einem kompletten Chaos starte. Ja, dann nehme ich mir auch die Zeit für Dinge, die ich gerne mehr machen würde, aber wo ich oft nicht zu komme. Und das ist vor allem auch das Dehnen. Ich möchte echt sehr gerne meine Gelenkigkeit etwas verbessern und würde mich gerne jeden Tag dehnen. Aber ich muss sagen, ich komme nur so 3-4 Mal die Woche dazu, aber dann nehme ich mir dann einfach gerne den Sonntag und ja, nehme mir dann dafür Zeit für die Dinge, die ich in der Woche nicht schaffe. Genau das gleiche gilt auch fürs Fitnessstudio. Ich gehe gerne auch sonntags ganz in Ruhe zum Sport, weil ich auch, wie gesagt, in der Woche einfach selten Zeit dazu habe, gerade jetzt mit einem Hund, wenn man da nochmal mit ihm rausgehen muss und ich will ihn auch nicht so oft alleine lassen, kommt das oft zu kurz. Ja, aber dann ist der Sonntag für sowas dann auf jeden Fall da. Und man merkt auch, wenn ich alleine mit ihm bin, dann werde ich oft von ihm unterbrochen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wenn ich dann noch Lust habe, was zu tun, dann plane ich auch für meine neue Woche. Also ich trage da immer als erstes die festen Termine ein, die ich so habe, wann ich arbeiten gehe, wann ich Nachhilfe geben muss, wann ich zum Sport muss. Und so weiter. Und dann gucke ich so ein bisschen meine To-Do-Listen durch. Ich habe das meiste eigentlich auf Notion und hake dann nochmal alles ab, was ich gemacht habe und schreibe nochmal alles neu auf, was mir noch so im Kopf rumschwirrt. Ich trage da nicht immer alles direkt ein, sondern wenn ich dann mal dazu komme, dann
mache ich alles auf einmal. Und das sind einfach auch solche Dinge, die mir dabei helfen, zumindest den Abend dann zu entspannen, weil ich einfach dann alles aus dem Kopf raus habe und nicht an so viele Dinge noch denken muss. Was ich dann auch wohl mal mache, ist so ein bisschen mein Essen zu planen, was aber relativ schwierig ist, weil ich nicht immer so esse oder nie wirklich dreimal am Tag quasi esse, wie man es eigentlich sollte. Aber manchmal mache ich mir da so eine grobe Übersicht. Und schreibe mir dann auch so eine Einkaufsliste, was ich noch brauche. Was aber auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist ein langer, langer Spaziergang mit Louis. Auch so eine Sache, wo man vielleicht in der Woche mal nicht so viel Zeit hat, aber dafür dann am Sonntag umso länger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, man muss nicht jeden Tag 100% geben. Denkt auch mal an euch. Und ja, ich würde sagen, bis zu meinem nächsten Video. Ciao!